Moinsens, Servus, Hallöchen, liebe Kinder, willkommen zurück bei einer neuen Runde Gothic 3. Jetzt werden wir Mutter Rasul wieder beehren und Gonzales die feierliche Nachricht überreichen, aber vorher gehe ich nochmal pennen, mal es Richtung Abend zugeht. So, wo sollen wir denn noch hin? Ilya hieß der Typ, ne? Den müssen wir auch noch besuchen. So. Nice boy. Dann machen wir das. Wo ist er denn? Du da. Upsala. Hier ist deine alte Vase aus dem Tempel. Du warst im Tempel? Du beeindruckst mich sehr. Zeig her das gute Stück. Ja, das ist sie. Endlich. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon hinter ihr her war. Damit sind wir jetzt quitt. Aber ich sag dir was. Ich leg noch was drauf, weil du dein Versprechen gehalten hast. Jemand wie du ist selten. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Geschäfte. Zeig mir deine Ware. So, kann ich was verhökern? Bestimmt, ne? Alter, heftige Waffe. Behalte ich beide mal. Das ist abgenutzt, ne? Ach. Nee, das ist nicht abgenutzt. Das ist abgenutzt. Stimmt, das habe ich dem Paladin abgenommen. Tja, ich habe eins, das nicht abgenutzt ist. Edgy Badge. Dinge scheiße. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit mit dem ganzen Cancer hier. Oh ja, wir haben ordentlich gegönnt. Ja, genau, das reicht auch. So, Karte der Welt. Da handeln wir noch ein bisschen, aber wir haben immer noch ordentlich was loszuwerden. Zeig mir deine Ware. Sehr gut. Ach, ist richtig, ich weiß nicht, ob ich das behalten. Schmetterschaden 125, ne? Wie viel war das denn, ne? Ich behalte den Scheiß auch mal. Man weiß ja nie, ne? Aber die kommen weg. Oh ja. So. Damn, Son, ey. Holy. Bald werden wir wieder rich, Leute. So, Gonzales. Habe ich noch andere Quests von Morazul. Töte die Wassermagier. So, dann werde ich nochmal Gonzales Bescheid sagen, dass Tempel easy peasy erledigt ist. Und ich glaube, dann sind wir auch in Morazul fertig. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Ernesto. Bring mir etwas über alte Magie. Bring mir etwas über alte Magie bei. Immer. Na, dann komm schon. Mhm. Gut. Gut. Mhm. Mhm. Dann bringen wir mal gut unser so altes Wissen auf. Gut. 200. Gut so. 200 ist ein guter Wert. Ja. Sehr gut. Oh. Die restlichen Lernpunkte werden in Zauber eingesetzt. So, Gonzales, mein Freund. Es gibt schlechte Nachrichten. Jemand was? Greift unsere Städte an. Wenn wir den Schuldigen finden, machen wir mit ihm kurzen Prozess. What? Wir können später noch reden. Aha. Warum, wo kommt das jetzt her? Safe, weil ich ein paar Assassinen gekillt habe, aber gut, die waren einfach wegen mir. Gewähre mir Macht über Geist und Körper. Vergiften, Blitzschlag. Gewähre mir Macht über Tod und Zerstörung. Dafür reichen meine Lernpunkte nicht. Dazu bin ich noch nicht bereit. Es fehlen immer noch 20 Punkte, interessant. Seelenwanderung, Blutrausch. Was macht Blutrausch? Also Dämon beschwören, das wäre schon lit. Sei stets auf der Hut. Gut! Dann habe ich nämlich Folgendes vor. Ich wollte nämlich noch die Umgebung von Morazul clearen. Weißt du, nicht die Ruinen, sondern alles drumherum. Lol, nicht im Boden versinken. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte.
Da stecht die Gegend hier. Nein, nicht das. Murats Oase. Ne, ich meine so den äußersten Rand und so. Darf ich jetzt nochmal latschen, aber ich hoffe, das ist es wert. Kann ich nochmal Hallo sagen hier. Der Tempel wurde geöffnet. Guess what? Die Schrecken wurden erweckt und sie lassen sich nicht aufhalten. Zeig mir deine Ware. Nee, das ist nur Weltkarte. Interessant. Das nehme ich mal. Ich mache erstmal Pause. Was soll ich mit der Eule? Du solltest jetzt gehen. I don't know. Was soll ich denn damit? Soll sie doch frei sein, mir doch egal. La. Ich würde mal sagen, fangen wir ganz von unten an. Damit wir nichts verpassen. Schön außen rumlatschen. Ladida, ladida, ladida. So, so, fleißig war ich hier. Was haben wir denn hier Feines? Was haben wir denn da? Interesting. Ist mir doch glatt entgangen in der Dunkelheit. So. Ich will hier den Rand erleben. Ich will den untersten Rand haben. Okay. Sektor clear, Sektor clear. Da will ich hin. Hier war ich doch schon überall, oder? Da war die Höhle mit Nefarius, ne? Merdarion war da drin, so glaube ich. Das war auch eine Aktion, ne? Da hinten ist Ishtar, das sieht man schon, aber wir können so nicht rüber. Also wir können, aber das ist nicht der Weg, den wir nach Ishtar nehmen werden. Wir werden natürlich schön von Braga ausgehen. Aber hier würde ich gerne gucken. Man weiß ja nicht, was hier noch so kreucht und fleucht. Hä? Ne? Whatever. Ha, GG. Aber weit und breit nichts. Amen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen belastend. Ich habe mir mehr erhofft. Ansonsten, gut. Ruhige Ecke, dann würde ich sagen, latschen wir wieder nach oben Richtung Braga. Und dann latschen wir nochmal alles ab. Und ansonsten, wenn wir in Braga sind, werden wir noch anderen Kram erledigen. Zum Beispiel dann endlich mal versuchen, Vatras zu befreien und ihn dann zu killen. Und ansonsten gucken wir noch, was es noch für Nebenquests gibt. Ach stimmt, wir können ja noch wegen den Erzdieben Bescheid geben. Geschäft mit Basir. Oh, habe ich auch noch nicht gemacht. Und Zugang Ishtar. Ansonsten berichtige die Nummer. Ach so, und das. Ja, dann sind wir relativ erfolgreich gewesen, würde ich sagen. Al-Shadim, Al-Shadim. Na, Al-Shadim war ja woanders. Es war viel schlimmer hier. So, get the fuck out. Zurück in die Heimatstadt. Braga. Gibt ja auch einen Braga in Portugal, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Glaube. So. Es geht
steht eigentlich da oben. Aha. Felsen. Ach ja. So. Wir könnten noch mal die Nomaden in Al-Shedim killen, aber mal gucken, ob ich das mache. Ich habe keine Quest direkt dafür, oder? Wait. Wait. Nee. Ach hey. Dann war die Höhle da drüben eine ganz andere. Ach du Scheiße, lol. Boys, wir sind wieder zurück im Geschäft. Alter, was ist das für eine random platzierte Goldader? Die ist ja nicht mal richtig mit der Umgebung verwachsen, whatever. Na schön, dann gucken wir nochmal in diese fette Höhle rein, habe ich gehört, ne? Oh mein Gott. Habt ihr auch gesehen, das war so ein riesen Eingang. Also so ein Mordsding. Das war auch safe hier hinten, oder? Jawohl, da. Ja gut, da habe ich mich völlig vertan. Drüben war die Höhle mit Madarion. Bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Oder war das mit dem Wüstenläufer? Ich weiß es nicht mehr. Guck's mir an. Ah nee, hier war der Wüstenläufer. Ich erinnere mich. Falscher Alarm. Oh nee, jetzt wird's zurücklatschen. So. Bleib am Ball. Hier gibt's nichts mehr. Ausdauer darf sich erstmal aufladen. Wisst ihr was? Ich hab ne Idee, wie viele Ausdauertränke habe ich eigentlich. Ich habe nie einen gebraucht, ey. Ich glaube, die süffel ich, wenn ich jetzt latschen möchte. Denn wir werden jetzt ordentlich latschen. Weil wir erstmal da hoch müssen. Oder müssen wir noch weiter? Nice. So. Es wird gesüffelt, Alter. Der füllt ja komplett auf. Wie lit ist das denn? Eine Kaktusblüte. So mitnehmen, bitte. Und wir speichern mal. Ihr wisst, der Speicherknopf ist unser Freund. Wir hätten jetzt richtig viel Zeit verloren. So. Spende wird dankend entgegengenommen. Psst. Nee, ist zu grenzlastig. Gucke ich mir mal beim nächsten Mal an. Holy, what? But why? Aha. Und ein leeres Fläschchen. Na, endlich. Das erste leere Fläschchen hier seit Jahrhunderten. So, hier waren nochmal Blutfliegen oder so ein Scheiß, ne? Aber die sind alle erledigt, ne? Boah, ich bin ein Gott. Raus mit die Viecher, sag ich nur. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Oh. Hallöchen. Muss ich die anderen erstmal wieder einholen, ey. So, ihr da. Den kommt mir nicht. Alter, der ist so aus der Puste, man merkt es einfach. Ja. So, und jetzt zu dir, Mademoiselle. Lecker.
So lobe ich mir das. So, wo wollte ich hin? Da oben hin. Was ist hier los? Aha. Kann man den lesen? Nö, ne? Aber man kann hier buddeln. Jemand ist hierbei verreckt. Was haben wir denn da? Ja, gute Frage. So. Hier sind wir schon wieder ein bisschen außerhalb, ne? Ah, da geht's nach Braga. Trotzdem hier, das ist der interessante Teil. Upsala. Grüße. Oh. Oh, nicht umzingeln lassen. Du bist noch übrig, du hast gar nichts mitbekommen, ey. Wäre aber schuld, wenn man die Show verpasst. Ey. RIP. So. Lecker. So, was ist hier? Nichts. LOL. Holy Fugge. Das wird interessant. Lion. Scheiße. Die hauen zu. Die hauen richtig zu, ey. Mehr. Scheiße. Alter. Oh Gott. Das war damn. Huh. Da zittert man ja wieder richtig, ey. König der Löwen. Das bin immer noch ich. So, was geht hier ab? Eine Höhle. Hier so ab. Ist die geschwert? Krötenwurz. Alles klar, schon wieder eine von diesen Höhlen. Na, danke, Merkel. Ah, I get it. Ich glaube, hier ziehen sich dann die Löwen zurück, wenn es nachts wird oder so. Das kann ich mir vorstellen, weil die ja hier aus der Umgebung stammen. Das ist intelligent gemacht. Und hier haben wir ein kleines Oäschen. So, wen oh, Blutfliegen dürfen wir beehren. Unsere neuesten Stammkunden hier. Oh boah. Sehr nice. So gehört sich's, Kinners. Ist das? Na. Her damit. Hier kommt man so allein nicht hoch. Das müssen wir schon wieder selber regeln. Was ja nicht schlimm ist, ne? Nicht wahr? Oder vielleicht gucke ich trotzdem mal, was da oben ist. Die richtige Felsklippe ist ja da hinten. Wenn ich hier hochkomme. Sollte machbar sein.
das an. Ja, moin. Ein Sammelsurium. Lohnt mega. Nicht. Wo bin ich denn da unten? Alter, es ist so riesig hier. Hä? Kenn ich das Gebiet hier überhaupt? Ne, kenne ich die. Boah, wo bin ich denn jetzt, Alter? Das ist, Alter. Hallo. Alter, richtige Ogre-Family, ey. Ich hab so keinen Bock. Ich liebe die Ogre-Families. Ogre-Families sind Lubbe. So richtig Lubbe. So. Wenn ich alle nacheinander werde ich sie mir gönnen, ey. So, jetzt wird erstmal gestiftet. Das heißt, jetzt wird gegönnt. Alter, lauf! Lol. Hi. Hi. Das gefällt mir. Alter, das ist ja, das ist der Berghang hier, ey. Holy figgity fuck, Alter. Das ist ja mal, das ist ja mal interesting. Das ist ja mal richtig interesting. Oh. Ja, mit dem Glump. Bist, Alter. Sucks. So, erledigt. Oh no. Ich sehe schon. Wir waren hier alles andere als fleißig. Hätte ich mal doch hier hingehen sollen. Jetzt gucke ich mal. Das ist das Stück hier. Interessant. Und nicht im Boden versinken. Mann. Und das ist die Felswand, die alles trennt. Definitiv. So. Jetzt wollen wir aber erstmal zurück. Ey, Alter, ey, wir haben hier wieder. Es hört nicht auf, Leute. Es hört nicht auf. Da unten. So. Na, traut euch. Da, oh, oh. Da. YOLO. Oh, ey, meine Fresse, ey. Wir werden hier noch auf jeden Fall Level 70 werden, auf jeden, glaube ich. Wir waren ja noch nicht mal auf der anderen Seite des Gebirges. Warum das so scheiße riesig? Sehr, sehr, sehr nice. So. Ich würde mal sagen, das können wir als abgeschlossen betrachten. Ah, yes, 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 yes. Hier wollten wir nicht hoch. Oder gibt's hier so viel, Alter? Gucken, wie es hier aussieht.
Nee, da geht's wieder so in Normalo-Bereich, ne? Murazo, Asien? Ich glaube schon. Das ist da hinten. Aber man merkt, wir waren hier überall gar nicht. Holy shit. Das ist all shit dim. Junge, was eine Strecke. Wir sind einfach krassester Marathonläufer hier. So, gut, dass wir uns mit den Ausdauertränken eingedeckt haben. So, und das ist genau in der Mitte. Sehr gut. Da trifft sich alles. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Alter, ey, war ich hier überhaupt schon mal? What? Na, das ist Ishtar. Ich dachte, ich gehe in Richtung Morasul. Na, jetzt weiß ich wieder. Ah. Ist hier irgendwo der Strand? Dann war ich hier schon. Da unten war ich. So. Das ist Ishtar, Alter. Kommt man hier auch nach Ishtar? Das gucke ich mir aber, wenn wir außen rumgelatscht sind. Das ist mir zu nah Ishtar. Das würde ich mir ganz zum Schluss aufheben, weil Ishtar ist meine Favorite City überhaupt. Ishtar ist nicht zu toppen, meiner Meinung nach. Ich meine, Morasul war schon deftig, mächtig, aber Ishtar, da fühle ich mich richtig zu Hause. Da ist das hier gar nicht eine Murats-Oase. Das ist irgendeine random Oase hier. Oh ja, und ich sehe es. Wir haben wieder Viecher. Hello. So. Ja. Hey. Oh. Junge. Ja. Jo, lol. Ja. Nee. Nicht so. Alter, wir sind Dreckslöwen, ne? Also die männlichen, die gehen gar nicht. Die sind wie Schattenläufer. Die haben auch ähnliche Animationen, glaube ich. Habe ich gespeichert. Kommt her, ihr. Da! Da! So, jawohl! Der Schnitzelmeister ist wieder am Start. So. Ja, hier gibt's richtig viele Zugänge nach Ishtar. Aber das lass uns lieber bleiben. Ich wollte ja von oben hin. Von oben wollte ich runter. Okay. Okay, alles cool. Dann muss ich in die Richtung. Alter, a whole new world. Einfach so, oh Gott, unbeflecktes Territorium. Was ist eigentlich mit diesen gammeligen Ogern hier? Ich raff's immer noch nicht. Leben in der... What the fuck? Ja. Mister, ich komme aus der Erde gekrochen. So, komm her, du. Jetzt zu dir. Ausdauer, du Lurch. Da! Ey! Okay. Wir haben hier immer noch Gäste, oder?
Yes. Wollen nicht rauskommen, habe ich das Gefühl. Hä? Oh, what? Im Erdboden. So, ciao. Immer wiedersehen. Ach du Scheiße, ey. Das ist so riesig. Oh, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht abdrifte. Oh ey, Alter, ey, habt ihr nichts zu tun hier? Könnt ihr nicht woanders leben, meine Güte. Ihr dummen Viecher, ey, ihr Shreks, ich bring euch um. So, einen für dich. Ich hab gesagt, einen für dich. Ja. Boah, weg hier. Oh, Alter, ey, ich komm so. Lauf. Ja. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's, du Kollege. Jetzt hast du verschissen hier. Komm her. Da, Alter, wo da, bin da. Ich? Oh mein Gott, Walter. So. So, jetzt dürft ihr erstmal ein bisschen in der Gefriertruhe abhängen. Während ich mir ein paar Buletten zwitscher. Boah, das ist, hätte ich tausendmal besser machen können, ey. So, wo ist der letzte von deiner Drecksippe? Den mach ich Feuer unterm Arsch. So, dann war's das heute auch erstmal, Alter. Wir haben noch so viel vor uns. Das ist gruselig. Das ist echt gruselig. So, du Karl-Heinz. Deine Stimme hat geschlagen. Ach. Nee. So. So, was haben wir denn hier? Eine schwere Truhe! Das gefällt mir. Holy, what the fuck? Was ist das denn? Runenschild. 35, 35, 15, 15, 15. Na gut, der hat einmal 40, aber... Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Ich liebe diese verfickten schweren Truhen. Alter, ey, gebt euch dieses Ding, ey. Starke Schildparade. What the fuck, boom, Alter. Das war, das hat jetzt nochmal richtig... Alter, guck mal, das Ding, ey. Was macht das Ding hier? Whatever. Wir machen jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge in den unendlichen Weiten. Bis dahin, Leute. Tschüss.